Hätte ich kotzen können, ne? Guck ich auf mein Feld an, frisch gekauft und verrottet, ey. Ja, warum? Ja, wurde vom Bauern bestimmt davor nicht gut gepflegt. Na. Hätte ich kotzen können, ey. Na und jetzt bleibst du auf dem Feld auf dem Ding sitzen, oder was? Nee, das LU tut neu ansehen jetzt. Okay. Ja, das dürfen sie bei meinen Bäumen, bei meinem Feld auch. Ah, da war ein Baumstamm im Weg. Verdammt. Guck halt, dass ich noch außen rumfahren kann, gell? Dass ich die Tiere auch noch versorgen kann. Ja, das krieg ich hin. Guck mal, wie man da placen. Das war das Kleine, ne? Jo. Das Große habe ich keine Kohle. So, kannst gleich. Bin gleich fertig. Dann kannst du die Zäune voll zusammenbauen. So, Moment. Braucht das nur noch aufstecken. Dann das Dach nachher drauf schieben. Das ist gut, das ist gut. Okay, kannst machen. Okay. Ach du Heidelan, ey. Was? Ich hasse das, ey. Ach du Heidelan. Dafür konnte ich nix. Hasse das, dass das sich immer so hochhebt dann, ey. Das nimmt den höchsten Punkt und fängt da an. Ja. Warte dann. So. Warte, ich mach das. Oh. Verlierst du zwar ein bisschen Geld, aber. Das verrechnen wir, ey. Wenn du einen Baufehler machst, dann. Bist du wieder, warte. Genau, davon. Ah, 32,5 wieder, ne? Ja. Wobei du, wenn du den jetzt platzierst, ist der genauso hoch. Nee. Doch. So. Ich geh mal kurz den Computer reingucken. Hier ist immer doof, ey. Ja, ich geh mal kurz zum Computer. Bin gleich wieder da. Jo. So, ich muss mal gerade gucken hier. Ich wollte nämlich ja ein Gewächshaus bauen lassen. Okay, das ist ja gar nicht mal so teuer. Gurken können wir anpflanzen. Salat und Tomaten. Halt mal wenigstens Tomaten für den Bürgermeister, um den hier abzusägen. Aber die Gurken sind interessant. Sind sehr interessant. Wenn ich das jetzt so mache, dass das auf der Höhe bleibt, ne, dann ist das ziemlich weit hier rüber. Ist das egal? Worüber? Zum Haus. Bürger ist dann da, wo der wenn ich hier rechte, noch. Wenn du auf den 1050 guckst, ist der Trigger fängt da an, wo der 1050 den rechten Vorderreifen hat. Das passt. Solange ich hier noch durchfahren kann, ist alles gut. Zum Kotzen, oder? Na, das kann man ja noch kaschieren. Ich hasse diesen Landschaftsbau. Ich hasse ihn. Ja, er ist teilweise gut und manchmal ist er halt so. Manchmal zickig. Ist er richtig buggy. Zickig.
Da müsstest du ja auch am besten noch ein bisschen Teer legen. Ja, Marsch hier. Oder Kies oder so. Ich helfe dir mal gerade ein bisschen. Ich nehme auch mal gerade die Schaufel. Jo, mach das. Mich klein in der Hof, ey. Ja, ey, für mehr Geld hatte ich für mehr Ding hatte ich keinen Platz. Alles gut. Aber schöner, kleiner, schnuckeliger Hof eigentlich noch. Ja, denke ich auch. Ich denke. Wenn du ja nur Schafe machen willst, reicht das ja. Du kannst ja auch hier neben irgendwas Feld gegenüber kaufen und da noch Kühe oder so machen. Waren Ja, ja wenn es auch viele. irgendwann mal nicht mehr passt, dann muss ich mich halt umschauen, ob ich irgendwo was anderes finde. Das ist halt dann so. So. Hinten kannst du ruhig ein bisschen mehr Schotter hinkippen. Also gehört? Hier oder wo? Hinten rum. Ja, genau. Aber noch ein bisschen mehr an Berg rein. Ja, so ist gut. So. Ja, so sieht es doch schon viel besser aus. So ist gut, oder? Kannst du hier gerade noch ein paar Sa Grassamen draufschmeißen? Hier Ja. in meinem Garten. Das sieht doch schon mal schick aus. So passt die Sache. Hintenrum kann ich auch fahren. Na, perfekt. Nee, ist gut so. Ja, dann bitte, ne? Jo, was kriegst du denn jetzt noch? 17.100. Muss los. Was ist los? Jo, warte, Moment. Muss gerade ein Laptop. Online-Banking und so. Was hast du gesagt? 17.100. Ja. So. Müsste bald da sein. Jo, ist da. Danke. Gut, danke auch. Dann viel Tschüss. Spaß mit deiner Schafweide, ne? Jo, danke. Jo. Ciao. Warte mal. Ja. Guck mal im Katalog, ob du noch ein Gewächshaus findest. Ich habe da irgendwas gesehen online, so ein Gurkenhaus. Kannst ja mal gucken und dich dann melden. Aber pressiert nicht, kannst erstmal was anderes machen. Gurke. Jo. Ja. Guckst du mal. Wie viele willst du denn dann? Eins. Eins. Jo. Weiß aber nicht, was da alles rein muss. Gibt doch Salat und Tomaten, ne? Nee, Gurke ist gut. Kostet nicht so Okay. viel. ich glaube, da muss Mist rein. Pass gerade mal auf hier. Mist und Wasser, glaube ich. Ach so, da kann ich ja noch gar nichts reinkippen hier. Oder? Meine ich nicht. Ja, Mist genau. und Wasser muss da rein. Okay. Gut, dann kümmere ich mich mal drum. Guckst halt mal, ob das irgendwie, ob du da, wie schnell du da was rankriegst. Ja, ich bestell direkt eins. Gut, bis dann. Jo, Ciao. ciao. So, das glückt. Dann rufe ich doch gerade mal den Harry nochmal an. Hallo Harry. Du, so, jetzt der Jürgen hat gerade meine Schafweide gebaut. Ja. Jetzt hätte ich, jetzt bräuchte ich ein paar Schäfchen. Und zwar, lass mich mal, was kostet da eins? Weißt du das? Oh, nein.
Ja, dann gucke ich auch mal in den Katalog kurz. Moment. 1500. Dann noch mal 100 pro. 100, dann kommt bei jedem Schaf noch 100 dazu. Also 1,6. Dann hätte ich gern 9 Stück. Neun Stück, ja. Jo. Die bringe ich dir gleich. Jo, super, danke. Jo. Ciao. Ciao. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Ich gerade mal überlegen, kriege ich da hinten das Silo, kann ich da Gras reinkippen? Das wäre nämlich optimal, wenn da Gras reingehen würde. Oh yeah. Okay, perfekt. Kann ich nämlich die Wiese, die andere Wiese gleich mal abernten, abmähen. Und dann können wir das einlagern. Ich glaube, dass ich da hier links abbiegen musste und einmal komplett hinten rum. Kann man Google Maps anmachen hier? Vorne rechts und dann auf das zweite Feld. Oder die Wiese, die da ist. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Herr Neumann, hallo. Ich wollte nur einmal sagen, dass von den 30.000 Schulden ich schon mal wieder 10.000 bezahle. Das wäre optimal. Kann zwar immer noch nicht, aber ich gebe das in Raten. Sie wollen jetzt 10.000 in Raten zahlen oder 30.000? Ja, 10.000. 10.000 zahlen Sie jetzt einfach mal. Ja, genau. Okay, ja, das passt schon. Das ist optimal, das würde nämlich meine nächsten Ausgaben schon decken. Das wäre wirklich supi. So, und dann sind es nur noch 20.000. Exakt, gut, vielen Dank. Bitte schön. Gut, tschüss. Tschüss. Tja. Ja. Hallo, Herr Reinhardt. Herr Reinhardt. Ja. Sie hatten mir einen Pachtvertrag gegeben. Ein Pachtvertrag? Habe ich Ihnen einen Pachtvertrag gegeben? Ach so. Für Feld 100. Feld 100, ja, da hatten wir zwei Schnitte gratis gemacht. Genau, aber irgendwie geht da nichts. Oh. Oh, kann es sein, dass ich da noch was vergessen habe? Glaube ich auch. Das war's dann schon. Warten Sie. Dann ist er denn da. Sollte passen. Gut, vielen Dank. Tschüss. Schönes Wochenende noch. Ebenso. Tschüss. Wochenende nicht, Tag Mittwoch. noch. Tschüss. Tschüss. Hey, wenn der einmal richtig arbeiten würde. So, dann machen wir hier nochmal. Müssen wir nochmal anfangen. Ah ja, jetzt funktioniert's.
So, wenn der Jürgen dann mit dem Gewächshaus kommt, das Gurkending kostet nämlich nicht so viel. Ja, super. Das Vorgewende nervt. Aber Grasmähen ist ja gar nicht mal so langweilig. So ganz gut. Dann kriegen wir von dem Feld wirklich einiges runter, was wir dann verfüttern können an unsere lieben Schafe.